Argumente eine. Jawohl, die einzig verbleibende Wahl, Ladies and Gentlemen. Und damit sind wir zurück bei Batman Arkham Knight. Und wir haben in der letzten Folge die Pasadena Studios, ja, durchgespielt. Noch nicht ganz, denn wir sind jetzt hier wieder in der Hauptzentrale. Und Robin hat rausgefunden, dass wir der Joker sind. Und Robin möchte, dass wir in die Zelle eintreten. So, und hier gibt es jetzt erstmal ein kleines... Woher willst du wissen, was er will? In seinem Kopf steckt immer noch ich. Mit Scarecrow werde ich fertig. Ah ja. Oh Gott, meint er das ernst? Ja, ich weiß nicht, ob er das ernst meint. Wir werden das sehen. Wir gehen jetzt mal rein und gucken, was passiert. Oh, da wird die Maske abgelegt. Okay. Tut mir leid, Bruce, aber es geht nur so. Ich weiß, Tim. Ich halte Scarecrow auf. Master Bruce, Ihrem Standort nähern sich zahlreiche Milizen. Es ist der Arkham Knight. Er hat sie gefunden. Ich kümmere mich darum, Alfred. Sind Sie sicher? Es sind ganz schön viele. Ich sagte, ich erledige das. Du schaffst das. Natürlich. Du hast mich ausgebildet. Okay. Ob das so leicht wird? Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Ja. So, und was jetzt? Oh, jetzt ist das Licht aus. Hallo? Hallo? Oh, nicht schon wieder, oder? Alter Schwede, jetzt geht das schon wieder los. Das kann's ja wohl nicht sein. Hallo? What the fuck? Keine Sorge wegen Robin, Batsy. Ich bin sicher, dass er nicht stirbt. Naja, ziemlich sicher zumindest. Hey, hey! Ich hab die Geschichte von Jason Todd nie zu Ende erzählt, oder? Lol? Okay. Na dann, wollen wir mal gucken, was die Geschichte von Jason Todd... Henry Adams, momentan Leiter der McCallum Academy. Einer von Gothams angesehensten Schulen. Ah, okay. Sehr gut. So, wollen wir mal schauen, was die Geschichte von Jason Todd zurechthält. Oder, bereithält. Hast du dem netten Onkel etwas zu sagen, Jason? Mein Name ist Jason Todd. Wen hast du? Batman. Oh! Ausgezeichnet! Natürlich tust du das! Hast du das gehört, Bats? Der Bursche gehört nicht mehr dir. Er ist mein. Ich kann alles mit ihm tun. Okay. Hey, ich hab nie gefragt, was ist das große Geheimnis? Wer ist die Fledermaus? Sein Name, sag ihn mir. Natürlich, Sir. Es ist... Fetzen mochte ich noch nie. Deswegen arbeite ich lieber allein. Niemand, der einem die Pointe versaut. Solltest du auch mal probieren. Du siehst ja... Was passiert, wenn man Freunde mit in unser kleines, verrücktes Spiel reinzieht? Okay. Hallo? Hallo? Und jetzt? Hä? Was ist jetzt los? Ja, was ist jetzt die Frage? Was passiert jetzt hier? Hier vielleicht irgendwas? Oh! Oh!
Das Richtige. Vertrau mir. Verrückt sein! Hör mir zu! Wir können dir helfen! Du musst das nicht tun! Alfred? Alfred? Du Mistkerl! Du hast die Verbindung abgebrochen! Ja! Warum nur? So. Sir, alles okay? Ich habe den Kontakt zu Robin verloren. Wie geht es ihm? Er ist okay. Defektes Funkgerät. Ich bin gerade bei ihm. Gott sei Dank. Ich hatte schon das Schlimmste befürchtet. Apropos, der Arkham Knight hat eine Panzerschwadron in die Stadt beordert, um sie abzuriegeln und die Kontrolle wiederherzustellen. Zum Glück ist das angeforderte Upgrade für den Waffengenerator nun bereit. Danke, Alfred. Obwohl er Barbara hätte retten können. So. Also Leute, das nimmt langsam hier ein bisschen Fahrt auf, muss man sagen. Grausam, egoistisch und hatte schreckliche Folgen. Wo ist er denn? Wenn du es nur ernst meintest. Okay, 12 Panzer, eine neue Bombe. Also, holen wir mal unser Auto. Alle, hopp. So, packen das mal hier rein. No, da drin gibt es jetzt hier noch ein schönes Upgrade. Oh, das sieht schon toll aus hier. Also ohne Scheiß. Überall vor allen Dingen, wo der das überall versteckt hat, der Kerl. Das ist schon der Wahnsinn. So. Ja, voll. Voll aufgeladen, knallt's richtig. Alfred, der Cloudburst. Wie sieht's aus? Der Batwing hat seine Scans der Stadt noch nicht abgeschlossen, doch es gibt keine Spur davon. Na, toll. Gib sofort Bescheid, wenn du ihn hast. Natürlich. Es gibt zwei neue Entwicklungen, die ihre Aufmerksamkeit bedürfen. Erstens messe ich untypische seismische Aktivitäten auf Miagani. Zudem wollte ich Sie wissen lassen, dass ich Lucius seit langem nicht kontaktieren kann. Das ist sehr ungewöhnlich für Mr. Fox. Ein Besuch im Wayne Tower wäre angebracht, um zu sehen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Wohl wahr. Na dann, wollen wir mal gucken. So, ein Freund in Not. Missionswahl. Was haben wir denn hier? Ah, okay, das ist eine Mission. Also fehlt noch eine Sache. So, wir haben wieder einen neuen Pinguinwagen. Hier haben wir wieder ein neues Fahrzeug. Beziehungsweise ist das noch das, was wir schon mal umgehauen haben. Aber wegen der kleinen Aussetzer, beziehungsweise wegen dem Problem mit dem Aufnahmetool. So, dann werden wir uns jetzt erstmal auf den Weg in den Wayne Tower machen. Ich denke, das ist erstmal sehr interessant. Lucius hat sich noch nicht gemeldet. Ich sollte nach dem Rechten sehen. Der Wayne Tower ist abgeschlossen. Der einzige Weg hinein führt über den Aufzug in der Tiefgarage. So, machen wir erstmal ein paar Drohnen kaputt. Alter Schwede, guckt euch mal das an. Der hat ja alles bepflastert jetzt wieder. So, jetzt wird's wieder laut. Pachau. Batman hat eine Schattendrohne getroffen. Okay, ich würde sagen, wir klären vielleicht erstmal hier ein bisschen auf. Machen wir mal ein bisschen Platz. So. Liebes Batmobil. Komm mal her. So, ist doch schon wieder irgend so ein hässliches Fliegeding hier. Erledigt. So, ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir... Oh. Wow, du Hut. Hallo? Erledigt. Und die nächste. So, erstmal ein bisschen hier Platz schaffen auf Miagani. Und... Ah, hier haben wir sie. Na, Pisser. Auch weg. Hallo. Auch weg.
Primärziel hat eine Drohne erwischt. So, da waren es nur noch zwei. Hallo? Ah, okay, guck mal, hier haben wir schon wieder eine Bombe. Die müssen wir erstmal entschärfen. So, Maustastatur wieder. Na dann. Oh Gott, das ist ja hier schon wieder die reinste Hölle. Easy. Diamond. Tschüss. Fuck. Das war so nicht der Plan. Bestätigt, etliche Treffer kommen. Etliche Treffer. Au! Unter Beschuss. Batman hat ein Diamondback ausgeschaltet. Jo, machen wir. Da waren es nur noch zwei. Und da ist es nur noch eine. Also man muss sagen, mit Maus und Tastatur ist es echt gechillt. So, und erledigt. Ja, ich weiß. Ja, ja, auch ich. Haha. Nicht bis du tot bist. Ich glaube, unsere Radarkonsole ist defekt oder überempfindlich oder sowas. Was meinst du? Tja, ich glaube, unser Geschütz hat gerade einfach so auf einen Vogel geschossen. Hund. So. Haben wir noch so eine blöde Fliegekacke? Die machen wir auch mal noch weg. Mal ein bisschen aufräumen hier. Kann ja auch nicht sein. Ah, da ist noch ein Turm. Bleib nach der Fledermaus-Ausschau. Ich will nicht wieder überrumpelt werden. Alle hopp. Da setzen wir uns erstmal hier hin. Ab. Und. Linke Maus drauf. So, da hinten ist noch so ein Türmchen. Machen wir uns erstmal ein bisschen einen kleinen Überblick. Ja, ich kenne mich aus mit Verhören. Ich hatte da ein paar Jobs in Hasaragua mit so einem Typen namens Barrera. Oh Gott, die haben ja alle Kniften. Wusste, wie man Leute zum Reden bringt. Okay, warte mal, der ist gerade alleine da unten. Oh, dann müsste die Drohne jetzt auch abstürzen. Jo, schaut's euch mal an. Schaut's euch mal an. Macht mal. So. Ah, warte mal, vielleicht kann ich ja die Drohne nutzen. Kann ich die? Ich muss näher ran. Ich brauch die Deckung. Pass du auf! Komm schon, Kumpel, mach auf! Ah, gucken wir mal. Hallo? Wusch. Uncool. Uncool. Granate! Nach all diesen Jahren kämpfst du immer noch wie ein Feigling. Er schleicht sich von hinten an euch an. Arbeitet im Teams. Wir haben ihn gehört.
Super. Alter, unter. Nein! Er setzt Rauch ein! Oh mein Gott! Na dann nehmt mal Rache, Jungs. Haha! Ich warte nur drauf. Geht ihr hier alle lang? Das ist natürlich ein Highlight. Jeha! Ah, das ist natürlich sehr geil. Gucken wir mal, ob ich den hier vielleicht... Nein, braucht keiner. Wer braucht denn Sichtkontakt? Erzähl doch nicht sowas. Keiner braucht Sichtkontakt. Dreh dich jetzt ja nicht um, mein Freund. So. Erledigt. Und weg. So. Turm befreit. So. Machen wir wieder ein bisschen Ruhe hier in der Gegend. So, schon wieder Level up. Wir haben lange nicht mehr geguckt, was es noch alles Schönes gibt. Können wir gleich mal schauen, was wir denn hier alles Feines. 12 Punkte haben wir. Okay. Was wollte ich denn? Ich wollte doch eigentlich hier El Munition. Ach so. Oh, guck mal, jetzt geht's. Haha, perfekt. So, jetzt habe ich nämlich in meinem Unterbrecher 4 Munitionen. 4-mal Munition. Sehr gut. So. Was haben wir hier noch auf der Insel? Eine blöde Drohne. Okay, die treibt sich wo rum? Das ist die gute Frage. Mal schauen, ob wir die hier sehen. Ich wusste ja gar nicht, wie komplex das Thema Angst doch ist. Was ist denn da hinten auf dem GCPD los? Oder hinterm GCPD? Da ist ja noch so ein Türmchen, oder? So, wo sind denn jetzt die... Wo sind diese letzte verschissene Drohne? Mal gucken, vielleicht sehen wir sie ja hier so... Da hinten! Alles klärchen. Na, holen wir dich mal. Ja. Alliup. Ich hab schon ewig nichts mehr von Binks gehört. Ich glaube, er ist plötzlich religiös geworden. Bei Ace Chemical. Alliup. Wo komme ich drauf so? Ich hoffe es. Ah, okay, so komme ich nicht drauf. Aber ich kann mich gleich hier vom Leuchtturm kann ich mich darüber bewegen. Jetzt gucken wir erstmal, was es hier denn gibt. Ob es hier was gibt. Mal schauen. Oh, da gucken wir hier. Eine Trophäe. Genieß es. Ich komme halt nicht hoch. Das ist doch zum Kotzen. Aber jetzt vielleicht. Jawohl. So. Ab sofort bin ich eine One-Man-Show. Na dann. One-Man-Show. Und es ist Weihnachten. So, das haben wir.
Die Insel ist wieder frei. Und es fängt schon wieder an rumzulecken. Hallo, was ist jetzt hier los? Das ist ein Fledermausflugzeug, das macht, was Fledermausflugzeuge halt machen. Und was machen Fledermausflugzeuge? So, jetzt gucken wir mal. Ist hier mittlerweile mal was passiert? Irgendwie auch noch nicht so richtig, ja? Weil hier sollte doch bestimmt irgendwas sein. Die werden doch nicht so ein Teil hier einfach mitten irgendwo reinsetzen. Wenn ja nichts passiert ist bisher. Oh, das könnte jetzt gleich ins Wasser gehen. Batman schlägt sich bisher ganz ordentlich gegen diese Armee. Ich dachte, der wäre so gut wie tot. Nope. Der Batman ist nicht tot. Und der stirbt auch nicht so schnell. So, da haben wir wieder ein paar Drohnen. Mal gucken, dass wir den Luftraum hier mal ein bisschen frei kriegen. Alter, was soll diese Leckerei? Das ist ja gerade wieder übelst schlimm. Hallo? Was? Okay, ist die Frage, komme ich hier ran? Oh ja, das könnte ich definitiv hinkriegen. Die Kommandozentrale hat ein Dossier über diese Metahumane gesendet. Poison Ivy. Lies dir das mal durch. Sie kämpft jetzt für Batman. Alles okay, Mann? Oh nee, ne? Alter! Ah, jetzt drücken wir den erstmal so weg. Was? B, A, A und X. Weg und rein mit dir in den Stromkasten, du Sack. Okay, das war ja nicht ganz ohne. Das war nicht ganz ohne. So, aber wieder eins kaputt gemacht. Wunderbar. Der Raketenwerfer bei unserer letzten. Ka-chao. So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Wayne Tower. Ich will wissen, was da los ist. Kann ja wohl nicht sein, dass der Herr... Na schön. Hallo. Das ist definitiv besser, als für die Rebellen in Santa Prisca zu arbeiten. Die suchen da immer Leute. Aber in dem Knast möchtest du nicht landen. Ich habe immer noch Gänsehaut, Jungs. Das nächste Mal erstattet einer von euch Scarecrow-Bericht. Was ist los? Hast du Angst vor seiner Maske? Es ist hell. Das Büro ist abgeriegelt. Oh. Ich muss über den Aufzug in der Tiefgarage reinkommen. Okay. Na dann. Oh, was haben wir denn hier? Hallo, meine Herren!
ging easy. Na, guten Tag. Wer sind Sie denn? Ganz schön laut hier unten. Weißt du, ich bin ja dankbar für die Arbeit. Aber dafür habe ich mich nicht gemeldet. Zuerst die Brände und jetzt wird die ganze Stadt angegriffen. Ich bin mir sicher, der Brandstifter, den Sie suchen, ist Firefly. Firefly? Das erklärt einiges. Die Brände waren außergewöhnlich. Die schlimmsten, die ich je gesehen habe. Gab es da irgendeinen Zusammenhang? Die Lage, die Art der Gebäude? Ja, sie wüteten ausschließlich in verlassenen Mietshäusern oder Entwicklungsprojekten. Hat das was zu bedeuten? Kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen. Keine Sorge, sie werden ins GCPD gebracht. Bleiben Sie hier. Ja, das ist doch schon mal schön. So, die Frage ist, wo ist der Eingang? Gegen all diese Panzer hat der Wagen der Fledermaus keine Chance. Na, Jungs? Hallo! Ja, damit habt ihr jetzt sicherlich nicht gerechnet, ha? So, dann wollen wir mal hier rein, ne? In die gute Tiefgarage. Mensch, hier ist ja wieder so ordentlich. Hier ist ja wieder so ordentlich. Na dann, gucken wir mal. Bin mal gespannt. Auch schön. Batman fährt Aufzug in sein eigenes Büro. Ja, Zimmer. Wayne? Ich dachte, Sie hätten es rausgeschafft. Das klingt schlimm da draußen. Was machen wir denn jetzt? Keine Sorge, das wird bald ein Ende haben. Hm? Lucius? Hallo? Hä? Was ist das Komisches? Na dann, wollen wir mal gucken. Oh, Zugriff verweigert, okay. Mr. Wayne, ich habe soeben das Gebäude abgesichert. Stimmt etwas nicht? Kann ich Ihnen behilflich sein, Sir? Ja. Ich hatte Sie heute Abend hier nicht erwartet. Habe ich etwas verpasst? Können Sie sich nicht ein... Identität bestätigt. Guten Abend, Mr. Fox. Okay. Wer bist du? Okay. Also habe ich endlich Ihre Aufmerksamkeit. Willkommen auf der Party. Tun Sie nichts Dummes, sonst braucht Wayne Enterprises einen neuen CEO. Alfred, ich bin am Wayne Tower. Wir hatten heute Abend einen Eindringling. Er hat Lucius. Meine Güte, wissen Sie, wer es ist? Ja. Der Identitätsdieb, Thomas Elliot. Der Chirurg? Großer Gott, Sie waren doch unzertrennt. Ah! Gewissermaßen sind wir es noch. Er hat sein Gesicht mit Hilfe der Haut seiner Opfer rekonstruiert. Er sieht jetzt aus wie Bruce Wayne. Wir erinnern uns an Arkham City. Er sagt, es sei persönlich. Ich werde herausfinden, warum. Tun Sie nichts, was Sie bereuen könnten, Sir. Wir erinnern uns an Arkham City. Der gute Thomas Elliot, oder auch Hush genannt. Ja, alles klar. Na dann, wollen wir mal reingucken. Lass ihn gehen. Wir verhandeln doch nur, nicht wahr, Mr. Fox? Ich habe einen Auftrag für dich, Batman. Bring mir Bruce Wayne, oder dieser Turm stürzt ein. Warum Wayne?
Ihr beide wart mal Freunde. Die Familie dieser Brut hat mich zerstört. Und jetzt werde ich ihn zerstören. Die Waynes haben zu dir gestanden. Oh ja, der großartige Chirurg Thomas Wayne. Kaum zu glauben, er war mal mein Vorbild. Okay. Alles versaut hat. Er hat alles in seiner Macht Stehende getan, um deine Eltern zu retten. Du hast deinen Vater verloren. Aber er hat deiner Mutter das Leben gegeben. Er hat mir verwehrt, was mir zustand. Der Autounfall war kein Zufall. Das warst du. Du wolltest sie umbringen. Ich will nur, was mir zusteht. Ja, was denn? Bruce Wayne wurde mit einem Silberlöffel im Mund geboren. Er musste nie für etwas in seinem Leben kämpfen. Jetzt bring mir Wayne. Oder ich werde diesen Turm zerstören. Und alles, wofür er steht. Okay. Dann gib dein Bestes, Tommy. Bruce, das ist unmöglich. Ich hätte es. Er wird unruhig. Wenn er die Waffe auf mich richtet, habe ich einen Augenblick Zeit, um sie ihm abzunehmen. Wenn ich zu schnell bin, tötet er Lucius. Wenn ich zu langsam bin, kann er abdrücken. Ich werde es tun. Alter, da muss man sich ja noch voll konzentrieren. Mein Schreibtisch. Es tut mir wirklich leid. Ich versichere Ihnen, ich überprüfe unsere Sicherheitsmaßnahmen. Schon okay, Lucius. Sind Sie verletzt? Mir geht's gut, Mr. Wayne. Ich schätze, das macht mich zum Glückspilz. Es ist nicht Ihre Schuld, Lucius. Ich kann ihn nicht ins GCPD bringen. Lassen Sie ihn hier einsperren. Natürlich, Sir. Überlassen Sie das mir. Alfred, ich habe Elliot im Wayne Tower festgesetzt. Wenn das hier vorbei ist, werde ich ihn vor Gericht bringen. Oh, Gott sei Dank. Wie steht es um Mr. Fox? Es geht ihm gut. Oh, gute Neuigkeiten. Wir sorgen dafür, dass Mr. Elliot für all seine Verbrechen vor Gericht kommt. Es war knapp, Sir. Aber ich habe nie an Ihnen gezweifelt. Sehr schön. Wunderbar. Ich würde gern mal wissen, wo ich den... Stromsensor, diesen Elektroschocker herkriege. Hier irgendwie nicht. Das finde ich nicht gut. Ich schätze, wir wissen jetzt, was mit dem Identitätsdieb passiert ist, den Sie in Arkham City gesucht haben. Ja. Ja, das wissen wir. Das haben wir gefunden. Okay. So, das war wieder einiges Interessantes und Informatives. Und wir haben auch noch einiges vor uns, wie wir sehen. Na, die haben hier wieder neue Bomben ausgelegt. Haben wieder neue Panzer rangebracht, neue Türme eingerichtet und Barrikaden. Also das wird auf jeden Fall noch ein bisschen was geben. Und wir haben hier seismische Aktivitäten auf Miagani Island. Wer weiß, was das bedeutet. Wir werden es sehen. Ich sage erstmal, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und tschüss.